Liebe Gemeinden, also wir von Masjid As-Sunnah, von der Moschee aus Aiken, wir reichen euch die Hand und kommen hier öffentlich. Wir machen uns hier nicht irgendwie lustig oder wir sind nicht hier gekommen, damit ihr lacht und damit ihr sagt, was sind das vorne für Bärtige, was sind das vorne für Lustige. Nein, wir sind Menschen, in erster Linie sind wir Muslime, wir sind Gottergebende. Islam heißt Hingabe zu dem einen Gott. Dieser Gott, der die Erde erschaffen hat. Dieser Gott, der Adam, der den ersten Menschen erschuf. Dieser Gott, der heißt Allah, auch wenn er vielleicht bei euch anders heißt. Zum Beispiel die Christen oder die Juden in anderen Ländern, wie Beispiel in arabischen Ländern, sie nennen diesen Gott auch Allah. Dieser Gott, der die Erde erschuf, damit wir ihn dienen, der ist der Gott der Erde, der ist der Gott der Menschheit. Er ist der König, der einzige König, den wir dienen. Wir haben keine Angst, das zu sagen. Aber was uns immer und immer wieder traurig macht, ist, dass man auf uns zeigt und dass man sagt, ihr seid Terror, ihr seid böse, ihr seid so und so. Bei Allah, bei dem Gott der Menschheit, wir sind das nicht. Wir sind die Ersten, die gegen Terror sind. Wir sind die Ersten, die sagen, stopp, wir wollen Gewalt nicht. Wir haben damit nichts zu tun. Hallo, nicht jeder Deutscher ist ein Nazi. Genauso nicht jeder, der ein Bart im Gesicht hat, ist ein Terrorverherrlicher. Wallahi, und ich schwöre bei Gott der Menschheit. Ich schwöre bei dem Gott der Menschheit. Ich habe viele Moscheen besucht. Ich bin doch derjenige, der zu Moscheen geht, genau wie die anderen Muslime hier. Wir haben noch nie in einer Moschee erlebt, dass der Imam Terror gepredigt hat. Das haben wir noch nie erlebt. Es wird ständig das zu den Muslimen gesagt. Es wird ständig die Muslime bombardiert. Ihr seid so, ihr seid so, ihr seid so. Hallo, fragt uns doch. Wir sind doch diejenigen, die zu Moschee gehen. Wir sind ständig in den Moscheen. Wir haben mit diesen Sachen nichts zu tun. Aber egal, diese Sachen lassen wir zur Seite. Wir sind in erster Linie Menschen, Kinder Adams, genauso wie ihr alle. In erster Linie stammen wir alle von Adam alayhi salam. Friede sei und Segen Allah sein auf ihn. Wir sind Menschen in erster Linie. Wir möchten in Ruhe gelassen werden, aber wir reichen euch die Hand. Wenn ihr über Islam etwas erfahren möchtet, kommt zu uns, fragt uns doch. Ihr seid doch oder wir leben doch in einem Zeitalter der Entwicklung, in einem Zeitalter, wo die Menschen doch kunterbunt sind. Gott sei Dank, vergessen wir nicht, was vor ein paar Jahren hier waren. Vor 60, 70 Jahren war es nicht hier kunterbunt. Es war nur eine Rasse angesehen. Was anderes war, war es unmenschlich. Aber Gott sei Dank, wir leben in einem Zeitalter, wo wir kunterbunt sind. Das ist doch was Schönes. Das ist doch was Wunderbares, dass wir kunterbunt sind. Das zeigt, dass wir auch Demokratie verstanden haben. Aber man kann nicht ständig auf die Muslime zeigen und sagen, oh, ihr seid böse. Das geht nicht. Das ist nicht Zusammenhalt. Das geht auch in gar keine Linie. Das ist nicht in Ordnung. Und damit zeigen wir auch zweite Sache. Wir gehen raus. Wir zeigen euch. Wir sagen zu euch, hallo, wir möchten mit euch im Frieden leben. Lernt uns doch erstmal kennen. Guckt doch, wer wir sind. Kommt in unsere Moscheen. Hört unsere Vorträge, was wir predigen. Vielleicht werdet ihr auch zu Gott finden. Vielleicht werdet ihr Gott erkennen. Viele Menschen kennen Gott nicht. Das ist traurig. Viele Menschen besuchen Gottes Häuser nicht. Das ist noch mehr traurig. Sie reden alle von der Endzeit. Aber wo gehst du hin? Hast du dich gefragt, wo du hingehst? Was passiert nach deinem Leben? Lebst du nur einfach so, fressen, essen, danach nichts mehr? Das wäre doch Knaller. Aber so ist das nicht. Das Leben hat einen Sinn, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Inshallah, so Gott will, wirst du ihn kennenlernen. Der Sinn des Lebens ist,
dass du einzig allein Gott kennenlernst, wer dein Schöpfer ist, wer dich erschaffen hat. Das ist uncool. Wallahi, bei Allah, das ist sehr cool. Weil wenn du Gott kennst, dann du kennst deine Leben und dein Sinn in dieser Erde. Alles hat einen Sinn. Dieser Gebäude und dieses Gebäude hat genauso einen Chef. Diese Erde hat genauso einen Chef. Und diese Erde gehört genauso jemanden. Ich bin weiß, du bist schwarz, der ist gelb, der ist grün. Gott sei Dank, Gott hat uns aus Erde erschaffen. Gott hat uns aus Erde erschaffen und wir sind alle verschiedene Erden. Der eine ist dunkler, der andere ist heller. Aber es kann nicht sein, dass der Mensch so hassenswertig ist. Es kann nicht sein, dass der Mensch so immer Hass will. Und dieser Hass, der kommt nicht von uns. Wir predigen Liebe. Wir sagen, dass man sich gegenseitig lieben soll. Dass man den anderen akzeptieren soll. Egal wie der aussieht. Egal wie der aussieht. Akzeptiere ihn. Liebe ihn. Versuch ihn zu verstehen. Unser geliebter Prophet Mohammed, den wir folgen, der Siegel der Propheten, und wir verehren alle Propheten, sei es Jesus, wir lieben Jesus, und wir sind Anhänger auch von Jesus, alaihi salam, Friede sei mit ihm. Und seine Mutter schätzt der Koran sehr hoch, seine Mutter, die Maria ist eine wunderbare Frau, der Koran gibt ihr eine hohe Stellung und ein Name, eine Sure im Koran. Sie heißt Maryam, Maria, die Mutter von Jesus, alaihi salam. Friede auf beide. Wir ehren sie und wir schätzen diese Propheten. Diese Propheten waren wunderbar. Und wenn ihr uns ansieht, wir ehren sie und schätzen diese Propheten. Aber wir folgen Mohammed alaihi salam, den letzten Prophet Gottes, den der auf die Erde sandte. Und Mohammed alaihi salam sagt in einem Hadith, eine Überlieferung, dass Jesus sein Bruder ist. Er hat nicht gesagt, er ist dein Feind. Er sagt, er ist mein Bruder. Zwischen mir und Jesus gibt es keine Gesandten. Wie kann es sein, dass ihr uns immer ständig mit bösen Finger zeigt? Wir folgen Jesus und wir lieben Jesus, alaihi salam. Friede sei auf ihn. Und unser Gelehrter und unser Habib und unser Liebling, Allah hat uns beigebracht, dass wir andere Menschen lieben sollen. Zum Beispiel zur Zeit des Propheten Mohammed. Wenn ein Jude gestorben ist, der Prophet stand auf und sagte zu seinem Sahaban, zu seinem Gefährten, steht auf, wenn der Trauerzug vorbeigeht. Wir sind nicht hängen geblieben. Wir sind auch nicht blind. Wir lesen, wir studieren die Bücher, wir studieren das Buch Gottes, den Heiligen Koran. Wir studieren die Bücher und wir haben Mitleid mit den Menschen, die nicht an Gott glauben. Nicht Mitleid, wie ihr denkt, dass wir denken, die sind etwas Niedriges. Nein, weil wir wissen, was nach dem Tod passiert. Jeder sollte sich daran denken, was passiert nach meinem Leben. Ich gehe doch von dieser Erde. Das Leben ist kurz. Man lebt kurz. Auf einmal bekommt man eine Krankheit und man stirbt. Das ist völlig normal. Und wenn du mir nicht glaubst, dann geh hier bei uns im Krankenhaus, macht euch die Mühe und besucht mal die Kinderabteilung. Wie viele Kinder haben Krebs? Wie viele Kinder werden nicht vielleicht morgen den Tag erwachen? Wieso denkst du, dass du ewig lebst? Die Rückkehr zu Gott ist wahr, zu dem wirst du zurückkehren. Denk über dein Leben nach, bevor du urteilst. Nicht schnell urteilen über Menschen, die ein bisschen exotisch aussehen. Hört auf damit, nicht schnell urteilen. Vor 70 Jahren hat man das genau getan mit einer anderen Religionsgruppe. Sie sahen ähnlich wie wir aus. Sie hatten auch Bärte. Sie sahen auch exotisch aus, nicht wie die Einheimischen. Man hat sie mit bösem Finger gezeigt. Und das Schlimmste, man hat gesagt, sie haben keine Seele. Dasselbe sagt man über uns heute. Das sind Menschen ohne Seelen. Ich habe eine Seele und eine Familie
und ich bin glücklich, Gott sei Dank. Und ich bin sehr glücklich. Ich reiche euch noch meine Hand. Kommt und lernt uns lieber kennen, bevor ihr urteilt. Vielen Dank und möge Allah euch alle reichlich belohnen, die Muslime und die anderen recht leiten. Amen.